Hey guys, ich bin's LJ, mein Name ist Lil Danerici. Die meisten von euch kennen mich aus Instagram und Snapchat. Ihr habt einen YouTube-Channel gewünscht, das ist mein erstes Video, mein erster Vlog. Heute gehen wir nach London. Ich bitte euch alle, das Video am Ende zu liken, kommentieren, subscribe und share. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, jetzt wünsche ich euch guten Morgen. Yo Freunde, was geht ab? Ich bin's Lil Don. Das ist mein allererster Vlog. Natürlich in der ersten Klasse. Ich bin gerade Richtung Flughafen unterwegs mit meiner Schwester Nikki. Okay. Wir gehen nach London. Meine Zwillingsschwester, die wartet schön auf uns am Flughafen. Und mein Schwager und die älteste Schwester und mein kleiner Neffe, der wartet schon längst in London. Und wir freuen uns sehr. Wir haben natürlich ein Airbnb. Wir haben ein Airbnb gemietet und wir freuen uns sehr krass. Und ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten und wir sehen uns. Ein paar Sekunden später. Wie ihr sehen könnt, ist mein Bruder eingeschlafen, obwohl wir 15 Minuten Fahrt haben. Ich wecke den nachher, der ist tot müde, wie es aussieht. Ich bin gerade jetzt am Flughafen mit immer noch Urb Niki und wir gehen zuerst ein Parfüm kaufen für mich, weil das Parfüm, das ich zu Hause hatte, ging leider kaputt. Dona hat auf uns gewartet, wir sind hier gerade beim Check-in und wir warten und geben die Koffer ab. Ist der Zug gekommen. Wir müssen mit dem Zug zum Geld fahren. Jetzt fahren wir mit dem Zug. Du da weg, da du verdammte Siach, du Blöde. Wie mit Disco. Wir sind gerade am Gate hier und wir warten auf das Flugzeug, das wird gerade gleich kommen. Und wir sind, glaube ich, ein bisschen zu früh, aber kein Problem. Wenigstens können wir das Handy hier aufladen, das ist ja das Wichtigste, Leute. Donna, Nicke. Nicke. Der Sportliche, ne? Sportliche, ne? Du sag mal. Sag mal. Letzte Mal in Heathrow war ich hier in London. War ich mit meinem Schwager hier. Und was ist uns natürlich passiert? Wir haben den Flug verpasst. Das ist schon mein dritter Flug, den ich in meinem Leben verpasst habe. Wen treffen wir hier? Mein Schwager. Legge sind landen. Natürlich muss der Boss das größte Zimmer nehmen. Jette ist auch hier. Hey. Look at this dude.
Wait till you see the. Der Junge dort auf dem Balkon, der ist vielleicht etwa 15 oder 16 Jahre und der raucht gerade eine Zigarette. Meine Schwester müssen natürlich immer schnell laufen, weil die natürlich jedes Mal im Stress sind. Und heute Abend wird meine andere Schwester kommen mit einem sehr speziellen Gast. Ich verrate euch noch nicht wer. Das werdet ihr noch sehen am Abend. Es ist ein bisschen kalt hier, aber ich sag euch ehrlich, in der Schweiz ist es ein bisschen kälter. Leute, ich dachte, komm, ich geh rein, mach so, als würde ich so rauslaufen, als ich die Türe aufmachte. Es hat gestunken, als hätte da jemand rein. Durchfall hatte. Das ist die zweite Toilette. That's mine. Wir sind wieder einmal im Underground mit den Leuten hier. Akona Shiptor, mal Klina. Akona Shiptor, Nina. Quen ist cheaper. Kein ist cheaper. Queen immer schiebe, tschab. Ich wollte gleich schlafen gehen. Aber jemand hat mich geweckt. Ich zeige euch gleich, wer da ist. Sie kommen. Hey, wo ist Trizeps? Zeig mal. Zeig noch mal deinen Trizeps. Guten Morgen! Schaut meine Augenbrauen! Special Guest. Guten Morgen. Hey, hallo. Okay. Die glättet gerade ihre Haare. Hast du meine auch glättet? Martin? Natürlich muss der Martin vorne sitzen, weil er das Gefühl hat, er ist wieder am Fahrstunden machen. It was at this moment Jackson knew. He f***ed up. Niki und ich sitzen hinten. Und das sind die Pedalen, Martin? Ja.
Wir sind hier in einem Restaurant, aber wir haben keinen Platz. Wir haben reserviert, aber die haben keinen Platz. Das geht nicht. Wir können erst um 2 wieder essen. Martin hat Hunger. I think most of us are angry. Because we're all hungry. Some ice cream? Hello, do you want to come for a ride? Riding on my No way. Egal, Bro, das kommt gut. Alles gut. Alles gut, ist zum Geburtstag. Wir sind im Shoppingcenter drin. Da sind meine Bodyguards. Okay, we are here in Zara, and now we are looking for possible to come. Leute, ich habe eine ganz, ganz, ganz krasse Jacke gefunden. Ich habe mich verliebt. Ich hatte meinen Bruder die ganze Zeit gesucht und seinen Freund meinen Schwager. Jetzt habe ich die gefunden. Sie machen heute Pediküre. No, 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 no. Natürlich gibt es noch eine Massage dazu. So? Okay. One? One bite? Okay, we got it. I'm a snake. For yourself. Which one is the best? Which one is the best? Do I sour or sweet? Watermelon. This one? I'm gonna trust you. Italian. This one? Italiano. No, don't trust me. Italian flag. Wir sind gerade in der Nähe von unserem Airbnb. Wir werden was essen, ganz schnell, 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 weil es nur noch eine Stunde offen hat. Das heißt, etwas ganz Schnelles zu essen. Wir sind in einem italienischen Restaurant. Ich weiß noch nicht was, aber ich werde nicht wieder eine Pizza nehmen. Vielleicht Pasta. Mal schauen. Essen ist hier. Talös, Leute. What's up? Opa. Kennt ihr das? Der Boden ist vielleicht zu viel höher als das andere und derzeit
Leute, wir wollten zu einem Club. Martin und ich. Wir haben auf die Zeit geschaut, beziehungsweise wir wollten die Adresse suchen. Und dann habe ich gesehen, dass dieser Club nur bis 3 Uhr offen hat. Und es war 2:30. Wir sagten, komm, wir gehen in einen anderen Club. Komm hier, ich glaube, hier gibt es Essen. Weil ich war hier. Auf jeden Fall. Komm, wir gehen in den Thai Room. Alter, wir waren da drin. Ey, was der Leute, Alter. Die waren alle voller und keine Ahnung. Das war's. Sechseinhalb Stunden später. Gut. Okay, Leute. Martin. Sag hallo. Bitte ist es wieder. Du bist ja so viel getrunken. Ist doch faul. Aber das Wasser war nicht so rein, weißt du? Was haben wir? Wasser getrunken. Bro, au. Wir sind hier jetzt am Flughafen wieder in Heathrow. Zurück in die Schweiz nach Zürich. Als erstes suchen wir mal unsere Familie. Wir sind anscheinend beim Terminal 5B. Jo Leute, liked, kommentiert, abonniert meinen Kanal. Ich halte euch auf den Laufenden und es wird immer, immer, immer mehr und immer geiler mit euch. Ich freue mich auf weitere Vlogs mit euch, euch mitzuteilen, ein bisschen mein Leben zeigen. Ich danke euch, ich liebe euch, ich küsse eure Nasenspitzen, Leute.